Warum Bellatrix Lestrange verzweifelt ihre Nichte Tonks töten wollte. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video sprechen wir über Bellatrix Lestrange, ihre geistige Verwirrung und ihre Instabilität. Die Frau war eine absolut verrückte Frau und um dieses Thema zu verstehen, muss ich das noch einmal extra betonen. Bellatrix war eine Fanatikerin des reinen Blutes und betrachtete jeden, der nicht derselben Ansicht war, als nichts weiter als Schmutz. Und das war auch kein Geheimnis. Es ist auch kein Geheimnis, dass sie ihre eigene Nichte Tonks in der Schlacht von Hogwarts tötete. Aber warum eigentlich? Bevor wir darüber sprechen, warum Bellatrix ihre Nichte Tonks töten wollte, möchte ich euch einmal den Sponsor des heutigen Videos und meinen neuen Partner Instant Gaming vorstellen. Das neue Spiel Hogwarts Legacy ist auf dem Markt und da habe ich mir gedacht, es wäre gut, wenn meine Harry Potter Community das Spiel viel günstiger bekommen würde. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, der euch direkt zum Spiel und zu Instant Gaming führt. Schaut dort gerne mal vorbei, um die guten Rabatte nicht zu verpassen. Aber jetzt lasst uns direkt zurück zu dem Thema des Videos kommen. Ihre Wege kreuzten sich definitiv in der Schlacht von Hogwarts, nur dass sich die Wege nicht zufällig in der Schlacht gekreuzt haben. Bellatrix suchte aktiv den Kampf mit Nymphedora und verfolgte sie. Sie versuchte sogar sehr verzweifelt ihr Leben zu beenden. Aber die Frage ist, warum wollte Bellatrix Lestrange Tonks so sehr töten, ihre eigene Nichte? Das besprechen wir jetzt. Fangen wir doch bei Bellatrix an. Bellatrix Denkweise kommt bereits aus ihren jungen Jahren, als sie in die Familie Black reingeboren wurde und von ihrer Familie dazu erzogen wurde, reinblütige Leute zu bevorzugen. Ihre ganze Familie wurde nach dem Glauben aufgezogen. Allerdings gab es einige Parteien in ihrer Familie, die sich weigerten, dieser Denkweise nachzugehen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist ihr Cousin Sirius Black, der verstoßen und verleugnet wurde, weil er anders dachte. Bei Bellatrix Schwester Andromeda war es genau dasselbe wie bei Sirius Black. Bellatrix hingegen mochte den Lebensstil der reinblütigen Familie und glaubte an das, was ihr gesagt wurde. Später in ihrem Leben heiratete sie Rudolphus Lestrange, einen Mann, den sie nicht liebte, um die jahrhundertelange Tradition des Reinblutes aufrechtzuerhalten. Doch das war Bellatrix noch nicht genug. Sie wollte etwas bewirken und so hörte sie von dem dunklen Zauberer Lord Voldemort. Bellatrix fühlte sich vom ersten Moment an zu ihm hingezogen und zu den Veränderungen, die er vornehmen wollte. An diesem Punkt entwickelt Bellatrix ein starkes Interesse an Voldemort und seinen Machenschaften. Das ist an dem Punkt sehr, sehr wichtig zu verstehen. Bellatrix ist an diesem Punkt nicht mehr, was man einen psychisch gesunden Menschen nennen kann. Sie war das komplette Gegenteil. Sie hatte eine obsessive und instabile Persönlichkeit, die sich in ihrem Charakter widerspiegelte. Sie geht anders mit Dingen um und sieht alles anders als andere Leute. Man könnte sagen, intensiver und viel extremer. Wir müssen verstehen, wie sie sich fühlt und wie ihre Einstellung zur bestimmten Situation oder dieser Situation gerade mit ihrer Nichte im Besonderen zustande kommt. Zu diesem Zeitpunkt schließt sie sich Voldemort an und wird eine Todesserin auf der dunklen Seite der Zauberei. Voldemort strahlt eine große Dominanz gegenüber jedem aus, dem er begegnet und ebenfalls gegenüber Bellatrix. Während die meisten Leute Furcht empfinden, empfindet Bellatrix eine Anziehung und ist loyal und treu gegenüber ihrem Meister. Sie verliebt sich in ihn und an diesem Punkt nimmt das Ganze eine dunkle Wendung, denn jetzt ist sie bereit, Menschen zu verletzen, zu foltern und auch zu töten. Mit ihrer Mentalität hatte Voldemort eine sehr mächtige Waffe dazugewonnen, denn Bellatrix war sogar bereit, ihr eigenes Leben für ihren Meister zu opfern, wenn es darauf ankommen würde. Springen wir ein bisschen weiter in der Geschichte. Bellatrix wartet 14 Jahre lang in Azkaban auf seine Rückkehr. Sie wartete dort 14 Jahre lang mit den Dementoren unter den schlimmsten Bedingungen, weil sie einfach davon überzeugt war, dass er an einem bestimmten Punkt zurückkehren würde. Alles, was Voldemort sagte, wurde getan, egal worum es ging. Wenn wir auf Bellatrix Familie eingehen, wissen wir, dass Bellatrix selber für einen kurzen Moment ihre Familie liebte, ihre beiden Schwestern, Narzissa und Andromeda besonders. Sie standen sich in ihrer Kindheit sehr nahe, als sie aufwuchsen, und alle drei wollten auch ihre Familie aufrechterhalten. Bellatrix heiratete Rudolphus, den sie nicht liebte, Narzissa hatte das Glück, in Liebe zu heiraten und einen reinblütigen Zauberer dazu, Lucius Malfoy, Andromeda jedoch heiratete den Muggelgeborenen Ted Tonks. Andromeda wurde seinetwegen von ihrer Familie verstoßen und die Familie Tonks wurde nie in den Familienstammbaum der Blacks aufgenommen.
Andromedas Einstellung stand gegen alles, für das Voldemort stand, und damit konnte Bellatrix nicht gut umgehen. Ihre Loyalität zu ihrem Meister Lord Voldemort war zu groß geworden und daher überschattete das ihre Liebe zu ihrer Schwester Andromeda. Andromeda beging ihrer Meinung nach die größte Sünde, als sie Ted Tongs heiratete und ein Kind mit ihm bekam. Es ist ganz klar, dass Voldemort eine Abneigung gegen Halbblüter und Muggel hatte und ebenfalls gegen viele Kreaturen wie Werwölfe, die seiner Meinung nach unter ihm standen. Und das, obwohl er Fenrir Greyback für mehrere Missionen in der Zaubererwelt einsetzte und benutzte. Aber er hatte es Fenrir zum Beispiel nie erlaubt, ein Todesser zu werden. Er hätte auch Fenrir ziemlich sicher nach Ende des Krieges getötet, um ihn loszuwerden. Aber egal, der Punkt dieser Aussage ist es, die Tatsache hervorzuheben, dass Voldemort nur tat, was er tun musste, um die Zahl seiner Anhänger zu erhöhen. Aber wie gesagt, Ted Tongs und Andromeda bekamen ein Kind und dieses Kind war die Nichte von Bellatrix. Dieses Kind heiratete dann den Werwolf Remus Lupin und zeugte ein Kind mit ihm. Dies entging Voldemorts Ohren natürlich nicht und über diese Situation machte sich Voldemort vor Bellatrix lustig und demütigte sie. Er fragte sie, ob sie stolz auf ihre Nichte sei. Er wollte sie dafür demütigen, dass sie bei der Prophezeiung versagt hat. Sie hat mit Lucius Malfoy versagt, die Prophezeiung zu besorgen und das war ihre Strafe. Er hat sie beschämt, da sie nicht fähig war, ihre unterlegenen Gegner zu überwältigen. Das machte sie ebenfalls extrem wütend, aber nicht auf ihren Meister, sondern auf ihre unwürdigen Blutsverwandten. Es war nicht sein Fehler gegenüber ihr, sondern ihr Fehlverhalten, indem sie versagte und gegen ihre unwürdigen Verwandten verlor. Sie fühlte sich schlecht, weil sie ihn so enttäuscht hatte und machte es sich daraufhin zur Aufgabe, diese unwürdigen Teile ihrer Familie auszulöschen. Sie wollte ihre Nichte töten, um ihre Schwester damit zu bestrafen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Bellatrix die Tatsache nicht verarbeiten konnte, dass Voldemort von ihr enttäuscht war und dass er dachte, sie wäre für ihre Misserfolge verantwortlich. Außerdem, dass sie faul war. Sie hatte so eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, dass sie dachte, sie müsse das wieder gut machen und der perfekte Zeitpunkt ergab sich in der Schlacht von Hogwarts, als sie ihre Nichte sah. Sie tötete sie. Um Lord Voldemort nicht noch mehr zu verärgern, verfolgte sie sogar Ginny Weasley, um sie zu töten, und das ging, wie wir alle wissen, ziemlich schlecht für sie aus. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.